Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Action mit dem Herrn sofort neben mir und mit mir dem Herrn gleich. Ja, Leute, und wir haben heute was mega Sensationelles heute mal am Start. Herr sofort hat tatsächlich heute den Weltrekord erreicht. Also, er hat ihn nicht überboten, aber er hat genau, punktgenau den erreicht bei Solo versus Duo. Ja, das heißt Weltrekord, Alter. So, Solo versus Duo, und da war momentan der Kill-Rekord bei 35. Von, ja, Leute, 35. Von wem? Das, der Kill-Rekord müsste sein von... Hier sehen alle Rekorde auf dem PC, auch in diesem Tabelle seht ihr die Kill-Rekorde in Fortnite, Battle Royale auf dem PC, die meist beschotten ist, spektakulär aus. Solo 30 Kills von Baldi, Solo versus Duo 35 von Payams. Payams, so, okay, das reicht. Also... Ja, Leute, 35 Kills hat er sofort jetzt auch geschafft, Solo versus Duo, ja. Und ja, und dann schauen wir uns das Ding gleich mal an, was hier passiert. Hier geht's gleich richtig zur Sache. So, ja, Leute, und zwar... Blende bitte nochmal ganz kurz die Tabelle ein. Ich glaube, du bist auch jüngster Weltrekordhalter. Dann zeig mal her. So, wir haben einmal Nuggets. Ist doch nicht das Alter. Ist nicht das Alter 27. Die sind noch nicht. Tixi ist doch nicht 27. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich denke schon, oder? Funkbomb 6. Aber da unten Whistle wäre dann 10 und 3 oder Evil wäre 12. Also dann wärst du nicht der Jüngste. Also man muss dazu sagen, also Herr sofort, dann in dem Fall mit Weltrekordhalter, mit Payams zusammen, 13-Jähriger aus Deutschland. So, schauen wir mal. Also ein Jahr jünger noch als Mongral. So, wir wollen uns mal den Spaß anschauen. Die Killbar sieht mega spektakulär aus. Ich gehe mal direkt hier. Muss man direkt mal zum... Zu dem, wo ich Sache geht, ne? Auf, los geht's los. Los. Hallo. Leute, ihr seht's. Oh, das sieht so geil aus. Vor allem in der normalen Runde, ne? Leute, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas public mal schaffe. Ich habe mehr Kills als Ninja geschafft. Und er hat Solo-Squad gespielt. Und ich habe einen Kill weniger als Tiffy, obwohl Tiffy Solo-Squad gespielt hat. Ja. So, willst du die Bar da unten anlassen? Ja, muss ich. Doch einfach weg, oder? Ja, dann sieht man aber das hier oben nicht, die Kills da. Ach so. Okay. Das ist wichtig, dass du den kannst. Okay, alles klar. Ich. Also man muss natürlich dazu sagen. 160! Was denn? Man muss natürlich dazu sagen. Es gab ja Diskussionen, ne, beziehungsweise wir hatten ja ein Video gehabt, wo er sofort 42 Kills im Team Rumble geschafft hatte. Gruppenkeile. Ja? In der Gruppenkeile. Und da gab es natürlich dann auch gleich wieder einen Kommentar, ja, sorry, aber er wären ja alles nur Noobs gewesen, als ob es beim Team Rumble was anderes gibt. Ich meine, natürlich sind da viele Noobs dabei, das ist doch vollkommen logisch. Ja? Dann haben wir den Typen, der das geschrieben hat, haben wir dazu aufgefordert, er soll es doch mal besser machen oder ob er auch 42 Kills erreicht. Und da kam bis heute noch kein Video. So, jetzt haben wir. Alter, Vater, jetzt sind wir schon bei 5 Kills. So, jetzt haben wir allerdings was anderes. Jetzt haben wir hier tatsächlich 35 Kills im Solo versus Duo. Public Duo halt. Und das soll mal nochmal jemand nachmachen. Das ist eine ganz heiße Kiste hier. Schauen wir mal. Ich bin diese Runde voll auf aggressiven Push gegangen. Da wird auch von da hinten auf den geschossen, okay. Ein einzigen Kill mehr und du wärst alleiniger Weltrekordhalter gewesen, ne? Überleg dir das mal. Es leben nur noch 58 Leute. 6 Kills, es geht. Da habe ich mir schon gedacht, das wird eigentlich, das kann eigentlich nicht mehr als 14 Kills oder sowas werden, weil normalerweise habe ich mega Pech, also wirklich, Leute, ich habe mega Pech mit den ganzen Kills. Ich treffe nie auf viele Gegner.
der Typ war los, den kann ich mit, da kann ich mich dran erinnern. Na, der arbeitet so wie ich etwa, der macht sich dann die Falle da rein. Hat ihm sehr viel geholfen. Nehme ich gar nicht. Ich kann gar nichts gegen. Das war Spieler. Falle ist nicht gut. Das war ein Hit von mir übrigens. Wurde gar nicht angezeigt. Alter, Falle. Ja, ich bin mal gespannt, ob du es auch schaffst, dann in diese Champions-Runde reinzukommen irgendwann. Also, Contender-Division hast du ja bis jetzt reingekommen, das letzte Mal. Hast ja zwei Stück auf einmal geschafft. Guck mal, 4-4 ist also 8 Kills. Denkt man sich schon so auf den Kack. Oder? So, den Rest der Map räumt er fast alleine auf. Ja. Ja. Folgen ja nur noch 27 Kills. Alles okay. Ist nicht viel. Der Laser ging auf jeden Fall schön rein. Aber hast du auf jeden Fall den richtigen Kollegen ausgesucht, das Duo, das da oben den angegriffen hat, der war ja ziemlich verloren. Und anstelle den anzugreifen, hast du dich für das Duo da oben entschieden. Das war absolut clever gespielt, auf jeden Fall. 39 Leute noch am Leben, 10 Kills habe ich geschaut, oder? Da hatte ich mal mein Ding. Ich war nämlich im T-Speed gewesen, Leute. Und ich habe dann gesagt, so, ja, ich habe 10 Kills, so, bei 39 Leute noch am Leben. Da hat gesagt, das wird nur 20, warum? Und ich habe mir sogar. Könnte sogar echt sein. Ich habe das dann erstmal realisiert. Aber warte mal, es sind ja wirklich nur noch 40 Leute. Weißt du? So, ich habe einfach so gesagt, ja, 40 Leute am Leben, 10 Kills. Und dann haben alle mich darauf hingewiesen, dass es 40 Leute noch sind. So, und ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ja, vor allem sofort hat er die ganze Zeit gesagt, man kann im aktuellen Fortnite keine High Kills Gameplays ja, mehr raushauen. Ja, habe ich eigentlich gesagt. Und hatte deswegen eigentlich schon gar keinen Bock mehr gehabt auf das Spielen. Jetzt haut er so die Werbung aus. Holy shit. Kein Schaden genommen. Aber noch ein bisschen Schaden, glaube ich. Aber wegen Typhoon. Das heißt Typhoon. Das ist ja ein ganz normaler Modus. Inzwischen hast du ja auch, kriegst du auch 50 Leben von einem Kill. Das ist auch ganz gut. Interessiert mich auf jeden Fall sehr, weil einfach so, weil dieses. Das bringt wirklich was in Fortnite. Das ist wirklich ziemlich gut gewesen von Epic Games, dass sie das hinzugefügt haben. Und dann sind wir wieder High Kills Games. Laut deiner Aussage ja das beste Update, das es seit langem gab. Ne? Ich glaube, das erste Mal. Hast du den jetzt mit Pümpels beworfen? Ich versuch's. Das wäre es ja. Das habe ich ja auch schon mal gemacht. Ja, es wäre das erste Mal, ne, dass das, oder beziehungsweise, was heißt es wäre? Es war das erste Mal, dass der Herr sofort bei einem Update gesagt hat, ey, das war super. Nein. Doch. Nein, nur seit, seit Season 5. Alter. In Season 2 habe ich mich immer gefreut, in Season 1. Oh, Update, cool, was kam dieses Mal? Seitdem ich mit dir spiele, beschwerst du dich über jedes Update. Das Spiel wird immer schlechter und immer schlechter und immer schlechter. Ja, ist ja so. Ist ja, also das war bisher so gewesen, aber es ist halt, was soll man sagen, das Update ist halt geil. So. Also. Abstauben wird nicht so krass, da, also wird benachteiligt damit, das ist ziemlich geil. Also Epic Games, alles richtig gemacht mit dem Update diesmal. Ja. Habt ihr alles richtig gemacht. Super. Gutes Update. Glaube ich jetzt gleich sterben. Nö, alles okay. Alles easy. 13 Kills schon bei 34 Leuten. Da habe ich mir schon gedacht, okay, das kann auf jeden Fall eine 20er Bombe werden. Wenn ich das überlebe, dann kann es eine 20er Bombe werden. Aber ich habe niemals damit gerechnet, dass es 35 Kills werden. Niemals, Leute. Niemals. Damit würde keiner von euch, glaube ich, rechnen. Wenn ihr so eine Runde spielt. Oh, böser Winkel, böser von mir? Winkel. Nee, ja, die Ramp war ja genau zu denen.
im Winkel. Die konnten dich ja direkt von oben lasern. Ja gut, was heißt lasern? Die haben mich schon nicht gelasert. Guck mal, das ist auch eine Taktik von mir. Einfach bauen und dann auf den schon zielen. Dann kannst du dadurch, sobald du das freischießt, einfach dauern. Oh, so, das ist der nächste, der jetzt gleich das Zeitliche segnet. Hattest du das immer editiert oder? Das war editiert. Das ist halt editiert. 15 Kills. So, 15 Kills. Aber ihr müsst erstmal überlegen, was 35 Kills sind. 35 Kills. Oh, da oben. Das war richtig krass. Einfach Pimp. Das ist schon die Pimp, dass ich wieder aus dem Pimp, dass es die Pimp jetzt wieder gibt. Ja, und runterfallen. Ich hätte ich den Kill bekommen. Ich hab den einen nicht bekommen. Wenn er nicht selbst runtergesprungen wäre, wäre ich selbst Rekordhalter gewesen. Der ist aber runtergesprungen von alleine. Also alleiniger. Ja. Alleiniger. Der ist selbst und der ist von alleine runtergesprungen. Weil er wusste, er stirbt. Okay, ich spring mal von selbst runter. Also Epic Games, bitte tut uns doch mal einen Gefallen und genehmigt doch mal hier den Content Creator Mode. Also wir haben das ja schon mal angefordert, das müsstest du vielleicht nochmal machen. Hab ich schon. Also geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Einfach mal Epic Games, geht doch mal rein und bitte schaltet doch mal hier den Content Creator frei, damit es auch mal eine Unterstützung hier geben kann für das, was er da die ganze Zeit. Wir machen jeden Tag mal Videos. Und er sofort haut hier Dinge raus. Ich denke mal, das hat er schon sich irgendwo verdient. Jetzt wird es mal vernichtet. Hit von mir. Sniper-Hit und dann nochmal schön der Rifle. Dann ist schon wieder Flugzeug. Da habe ich schon gedacht, nee. So, der will sein Portal refuse. Das sehe ich. Und natürlich muss er dann getötet werden. Muss. Zack. Und? Wollte der jetzt den anderen killen? War das nicht das eigene Team? Das war ein Team. Aber okay. Sah so aus, als hätte ja, er. Ja, habe ich auch gedacht zu dem Zeitpunkt. What the fuck? 19 Kills, 21 Kills. Okay, da habe ich mir. Ab dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mich jetzt richtig anstrenge, kannst du 30er-Bomben werden. Und was ist geworden? Eine 30er-Bomben. Leute, damit hast du echt da auf dem Zeitpunkt schon gerechnet? Ja, oder ja, hab ich, gedacht? Ja, ich hab damit gerechnet. Da habe ich den 20. Kill gesehen. Da. Da habe ich den 20. Kill gesehen, den Ballon, der da rausgekommen ist. Den habe ich schon gesehen, aber ich muss mich natürlich erstmal um den Aktiven kümmern. Der andere war nämlich AFK. Ach, der war AFK? Ja, der war richtig Arschfall. Der war einfach AFK. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich muss den einen Ballon-Typen töten, dann habe ich schon mal 20 Kills. In Season 7 20 Kills zu erreichen ist extrem stark. Das hast du gesehen, der im Schneemann, oder was? Ja. Das check ich gar nicht. Das hast du gesehen. Ach, der hat einen Schneemann und hat Ballon angehabt, ja. Oder was? Ja. Der Typ ist ein bisschen blöd gewesen. So, ja. Dann habe ich mir gedacht, okay, gut. Aber jetzt zu den Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, gut. Ich habe da noch doch unten noch einen gesehen. Dann gehe ich doch mal runter und töte den mal. Eieiei. Ach, der war nicht mal 20. Schneemann verkleidet. Ja, 20 Kills. Ich habe einfach zwischen die Schneemänner gesetzt. Da habe ich komplett. Und dann wurde ich mal von der Falle gerissen. Wow. Wow. Leck mich am Buckel. Ich sag dir, das bringt dir was, dass du mit mir, dass ich so schlecht bin. Ja, genau, perfekt. So, Achtung und ich würde sagen, du stirbst! Natürlich musst du ja viel besser sein. Holy shit. Und der nächste. 23 Kills. Um Gottes Willen. Oh mein Gott. Ja, gleich ich hatte nur 6 Zuschauer gehabt. Oder 8 Zuschauer zum Schluss. 8 nur, Zuschauer? Ja, nur. Weil, also ich hätte da sofort zugeguckt, wenn ich von jemandem getötet wäre, der da über 20 Kills hatte. Würde ich sofort kurz zugucken. Du auch, oder? Na, du machst sowas. Doch, wenn jemand über 20. Das? Ja, klar. Ja. Ich mach's nicht, wenn jemand über 10 hat, aber wenn jemand über 20 hat, dann schon. Dann guck ich zu, auf jeden Fall. Das war schon mal. Einfach so, weil es mich halt einfach interessiert. So. Ich bin ja nicht so im Stress. Oh, Headshot. Wow. Headshot!
Der will den jetzt hochhalten. Oh. Hast du auch jetzt ganz schön Hits kassiert? Aber nein, ja, gut, hast du ganz gut Schild noch. Ja. 24 Kills übrigens, by the way. Hä? Wo sind die? Ah, hat er dem schon hochgeholfen? Nein, nein, nein. Nee, hat er noch nicht. So, was war Skills? Zu dem Zeitpunkt wusste ich, es wird eine Purdy Bomb. Das kann man schon erahnen. Das war dir da schon klar, ja. Also man muss jetzt sehen. 35, du hast alle anderen getötet. Es sind 11 Leute, es sind nur noch 10 Gegner da. Du hast alle anderen getötet. Du hast den ganzen Rest der Map gezielt. Ja, genau. Das ist kein einziger Kill mehr, den jemand anderes hat. Nee. Alle Kills gehen auf dich. Ja. Leck mich am Arsch. Eieieiei. 27 Kills. Oh mein Gott. Ja, sitzen noch 8, das sind dann genau die 35. Das ist unfassbar. Ey. Tut weh. Würde ich mal ein bisschen behaupten. Das tut schon ziemlich weh. Was denn? Was tut ziemlich weh? Von so jemandem wie mir getötet zu werden und dann zu sehen, oh Scheiße, der hat mega viele Kills. Naja, wieso dann? Also in so einer Situation tut mir das gar nicht weh, weil dann denke ich mir, okay, das, ja, dann hätte ich jetzt mal. 29. Und jetzt war mir zu 100% klar, vorher war es mir nur zu 90, jetzt ist mir zu 100% klar, dass ich eine 30er Bombe schaffe. Das war mir zu dem Zeitpunkt wirklich komplett klar. Das war mir dann wirklich, da ging nichts anderes mehr. Das war klar. Vor allem, als ich die Leute gesehen habe. Dann schon halt, oh mein Gott, Bots, no-scopen. So, dann, ach, Headshot, no-scopen, Headshot, no-scopen. So, dann natürlich gefinisht, den 30. Kill zu erlangen. Hätte mich jetzt noch einer gekillt, hätte ich geweint. Und BOOM! Der Headshot ging dann mal voll aus der Nuss, oder? Ja, wie willst du das Ganze denn jetzt überhaupt noch steigern? Also so langsam aber sicher frage ich mich, was kann man jetzt noch mehr reißen als das, den alleinigen Weltrekord? Ja. Vielleicht noch in Solo vs. Squad oder so. Aber gut. Ist halt Solo vs. Squad musst du 44 Kills knacken, um alleiniger Rekordhalter zu sein. Okay. Ja, das schon. Aber du sagst doch selber, dass bei Squads, dass es da ein bisschen einfacher ist, weil es halt so viele gibt. Ja. Ganz genau. Also weil man auf viele Squads trifft. Nein, man trifft auch viele Gegner, weil man auf viele Squads trifft. Ich würde mal sagen, im Durchschnitt trifft man auf 3 Squads. So im Durchschnitt so. Wenn du dich anstrengst, um auf Gegner zu suchen, so wie ich es gemacht habe in der Runde, triffst du schon mal auf 10 Squads. Also wirklich extrem viel. Da habe ich einfach nicht mehr. Ich verstehe nicht, da hat Blumen auf jeden Fall wieder alles geregelt. Ich habe deine Treppe gedreht, siehst du, hast du gesehen? Ich musste jetzt erstmal meine Treppe zurückdrehen, damit ich wieder eine normale Treppe bauen kann. Und da war der Hit. War richtig fette Hit drin. So, okay, und zack, hochbauen. Und, ja, du bist tot, Junge! Lieber sterben! So, aber jetzt habe ich alles gefinisht, was ich gesehen habe. Vor allem das Witzige ist da 3-3-3. Ja. Oh mein Gott. So, 2 Stück noch. Ja. 2 Stück noch, dann ist es vorbei. You did it, man. You did it. Ja, wo muss man das einreichen? Epic Games. Bei Epic Games? Und bei Twitch. Bei Trimax und sowas. Ich würde sagen, bei Fortnite. Ich send es mal bei ein paar Fortnite-Channels ein, bei solchen Highlight-Channels. Okay. Ja, mach ich das mal. Bei deutschen Highlight-Channels oder internationalen auch. Das ist schlimm. Das war so schlecht von mir. Ich habe einfach 2-mal daneben geschossen mit dem Jakob. Hulu Mulu. Alles klar. Hulu Mulu und Daikeri. Und da hab ich gesagt, da habe ich mir selbst gesagt, ich will eigentlich nicht mehr piepen. Eigentlich will ich nicht mehr piepen. Das habe ich jetzt in ein paar Sekunden gesagt. Zu mir. Ich will nicht mehr pieken. Guck, ab dem Zeitpunkt. Ah, ne? Der wollte sogar. Das verstehe ich, warum der Schuss nicht getroffen hat. Hast du gesehen? Der voll drauf. Aber trotzdem nicht getroffen. Das war da.
Ich war da so aufgeregt, ne? Meine Hände sind so gezittert. So. Hulu Mulu Daiquiri. Wusstest du da schon, dass 35 der Weltrekord ist zu dem Zeitpunkt? Nein, da wusstest du es noch nicht. Okay. Ich wusste das. Nach, ich glaube 2 Minuten nachdem ich das gespielt habe. So, die natürlich kommen mit der größten Lappentaktik und einfach auf den drauf fliegen. So, wow. Trap. Und dead. Andere will jetzt alles runterholen, oder was? Holy shit, Mann. Ja, würde ich mal sagen, ich verneige mich vor dir. Crazy 35 shit. Gilt's. Crazy shit. Jetzt müssen wir nur gucken, dass das Ding irgendwie ein bisschen bekannt wird, oder? Ja. Würde ich auch mal sagen. Also Leute, wenn ihr irgendwen kennt, der das promoten kann, dann schickt das dem mal ein und schickt es auch bei anderen in die Kommentare, dass das hier teilt das Video. Ja, dass das hier auf jeden Fall brutal. Ja, dann müsst ihr ja, wo ist denn das Ding hier nochmal? Zeig mal. Was denn? Browser ist sowas da? Nee, zeig ja. Okay. Müsst ihr ja dann demnächst da stehen hier, Herr Sofort, also mit Komma. 35 hinter den Payams, Herr Sofort. SUG underscore Herr Sofort YouTube. Ja. Das wäre krass, oder? Ja. Ich gucke in die falsche Richtung. So, ich muss dahin gucken, dann sehe ich es aber nicht mehr. Ja. So, sehr, sehr cool aus, würde ich sagen. Hä? Hast du gut gemacht. 35 Kills. Hast du fein gemacht. Feini, feini. Vor allen Dingen, Leute, ich weine einfach. Ich weiß nicht, ob ich das euch zeigen kann. Feini, feini. So, und zwar... Fortnite Tracker. Ich weine. Warum? Best. 19 Kills. Das ist schon seit 5 Season nicht mehr 19 Kills. Hier. Wartet. Das hier. Das ist ein bisschen komisch, ne? Das ist ein Bug. Von der Seite. Jetzt geht das nicht mal mehr. Naja. Ach so, natürlich. Ja. Da. Hier. Leute, dafür könnte ich echt nicht heulen. Ohne Scheiß. Guckt euch das an. Das sieht man gar nicht. 19 Kills. 19 Kills? Ist das euer Ernst? Mein Rekord ist schon seit 5 Seasons nicht mehr 19 Kills. Und seit heute erst recht nicht mehr. Da kannst du das Drittbeste mit dem Erstbesten zusammen addieren. Dann hast du das Beste. Ja, Wahnsinn, Alter. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das hab ich eigentlich zur Seite. Oh Gott. Blah. So, ja. Also mal sagen, hier unten können wir es auch mal sehen. Hier unten. Hier. Ich habe 2 Spiele Duo gemacht. Eins davon mit einem Kill verloren. Das andere mit 35 Kills gewonnen. Ja, was soll man sagen? Also, ich wünsche euch heute einen schönen Tag. Bis dahin, haut noch rein und ciao. Ciao.